Anfang September ist eine gute Zeit in Wien. Der Sommer mit seiner Hitze ist vorüber, der Winter mit der Nässe und dem kalten Wind noch nicht da. In guten Jahren hat man einen ganzen Monat, bevor es dann grau und grauslich wird. Manchmal hat man aber auch nur ein paar Tage. Egal aber, ob eine Woche oder einen Monat lang, die Stadt zeigt sich dann im Herbst einfach von ihrer besten Seite. Die Luft ist klar, die satten Farben der Bäume in den Parks und auf den Hügeln ringsum leuchten. Ein sanfter Wind treibt ein paar Blätter vor sich her. Und manchmal, ja manchmal findet man sogar einen Wiener, der lächelt. Der Herbst, die Zeit der Wunder. Ich bog in die Kupkergasse im 8. Bezirk ein, kam zu dem Haus, in dem Laura damals wohnte und klingelte. Es dauerte keine 10 Sekunden und die Gegensprechanlage surrte. Arno? Genau der. Lass deinen Koffer unten und komm rauf tragen helfen. Lauras Wohnungstür stand offen, zwei Koffer waren zu sehen. Die schnappte ich mir und hielt nach meiner Herzensdame Ausschau. Laura? Komm gleich, trag den Krempel runter, wir sind spät dran. In Ordnung. Ich schleppte die beiden Koffer die Treppe runter. Schleppen war das richtige Wort, mit Tragen hatte das nichts mehr zu tun. Gut, wenn das Amnesty International das nicht mitbekam, die hätten Laura glatt wegen Sklaverei verklagt. Unten angekommen hätte ich mich dann am liebsten selbst verklagt, ich hatte nämlich den Autoschlüssel oben vergessen. Also wieder die Treppe rauf, obwohl ich für heute eigentlich schon genug Sport gemacht hatte. Die Tür war angelehnt und ich ging hinein. Ich war fertig, was ist mit dir? Fragte ich unbedarft in den Raum hinein. Ich kann mein Kleid nicht finden. Sie klang ein wenig aufgeregt. Verdammt dazu, ein Mann zu sein, überhörte ich den Unterton in ihrer Stimme und meinte, da liegen ja einen Haufen Kleider rum, sind doch alle hübsch. Und schon brach das Unwetter über mich herein. Geduldig ließ ich ihre Tirade über mich ergehen. Es hat unbestreitbar auch seine Vorteile, ein Mann zu sein. Wenn man von einer wunderschönen Frau in Unterwäsche beschimpft wird, ist der optische Reiz so stark, dass von den Beschimpfungen kaum was durchdringt. So richtig bekam ich eigentlich nur den Schluss mit. Wahrscheinlich habe ich das Kleid in einem der Koffer getan. Kannst du sie mir noch einmal aufholen? Muss das sein, fragte ich. Soll ich so gehen, meinte sie. Ich grinste. Könnte dir so passen. Laura fuhr an und bog vom Gürtel in die Gumpendorfer Straße ein. Ich dachte, wir wollten zwei ein Viertel, meinte ich. Sicher, sicher, aber zuerst muss ich noch was holen. Was denn? Schokolade. Ist die Schokolade fertig? Fragte Laura. Schokolade? Will ich eine Schokolade? Schokolade haben wir keine. Ah, die Sendung für Herrn Dubenbeck ist nicht fertig, meinen Sie? Na sicher ist die Sendung für Herrn Dubenbeck fertig und kriegt. Aber sie sagt doch, dass sie keine Schokolade haben. Eine Frau, das ist keine Schokolade, das ist ihr Ausdrucken. Genau, das ist eine Kakaomischung für Durten. Der Dicke sprach das K so weich aus, dass es ohne Probleme als G durchgegangen wäre. Dubenbeck, Hans-Peter, Rechnungsanschrift, schon bezahlt. Also, er riss den Zettel ab. So, Signatur, bitteschön. Er hielt uns den Zettel hin. Doch weder Laura noch ich hatten was zum Schreiben dabei. Kein Problem, haben wir gleich, meinte Boldl und drehte sich um. Ferdl, bring dein Blei. Bin ich der Tschusch oder was? Scheiß dich nicht an, Ferdl, bring den Blei, die Herrschaften haben nichts zum Schreiben dabei. Leg mich am Arsch, Ferdl, donnerte daraufhin Ferdl durch den Raum. Timbre, Lautstärke und Koloratur hätten der Staatsoper alle Ehre gemacht. Leider war das Libretto schlecht, aber das ist ja bei den meisten Opern. Könnten wir jetzt bitte das Paket mitnehmen? Wir haben es eilig, bat ich die beiden. Aber sicher, Ferdl am Blei. Gern hier und hier bitte unterschreiben, Nachname, Blockbuchstaben dazu bitte. Laura unterschrieb und bekam dann das Päckchen überreicht. Auf der Oberseite der Verpackung befand sich ein schwarz-goldener Aufkleber mit dem Namen der Firma und dem Zusatz. Ehemalige K&K Hoflieferant. Schokolatier seit 1637. Also Laura und Arno haben jetzt die Schokolade, machen sie auf dem Weg ins Weinviertel und wie es in dem Krimi ja immer ist, es passiert ein Mord. Wie immer in meinen Büchern stolpert Arno über die Leiche. Weil Laura ihn dann auch durstig wird und ihn in die Küche schickt nach einem Glas Wasser. Er findet die Leiche, trickst ein bisschen herum, weil er Angst hat, dass wenn er die Leiche findet, Laura auf ihn sauer ist und hofft, dass er den anderen entdeckt am nächsten Tag. Anfang November ist eine schlechte Zeit in Wien. Der Sommer mit seiner Wärme ist endgültig vorbei, der Winter mit der Nässe und dem kalten Wind ist da. In guten Jahren hat man 3 Monate, in denen es grau und grauslich wird, manchmal aber dauert der Winter auch bis in den Mai. Egal aber, ob 3 Monate oder ein halbes Jahr lang, die Stadt zeigt sich dann von ihrer schlechtesten Seite. Die Luft ist trüb, grau ist die einzige Farbe, die Bäume in den Parks wirken wie Leichname und eisiger Wind schneidet auch die Unterwäsche bis ins Mark. In dieser Zeit lächelt niemand in Wien. Einzig von den Buntständen hallt das hoffnungslose Lachen der Verdammten durch die Stadt. Der Winter ist die Zeit der Depression.